Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolgkampf in den Schattenlanden oder genau gesagt hier um Teniers treue Gefährten. Und bei dieser Weltquest müssen wir natürlich den Gegner Tenia besiegen und die befindet sich hier im Gebiet Bastion bei etwa 54-56. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir benötigen hier die Götze mit zerquetschen Zahnsturm und Abwehr, Nexus Welbling mit schwanzfähigem Anamok und Arcana Sturm. Hier kann man natürlich auch sturmgeborene Welbling mitnehmen. Und zum Schluss nehme ich jetzt hier den Panzer mit Rakete, Verunsicherungstaktik und Ionenknone. Es ist so, beim letzten kann man eigentlich, ja, meiner Meinung nach fast frei wählen. Am besten nehmt ihr einfach ein mechanisches Pad mit oder halt einfach Pads mit mechanischen Attacken. Oder ihr könnt auch Corminius mitnehmen mit Heulen und Kraftzug. Es ist so, im Normalfall sollten etwa 1000 bis 1200 Gesundheitspunkte vom letzten Pad einfach runtergehauen werden müssen. Und da das Pad eigentlich sich noch erholen muss selber vom Kraftzug, hat man da zwei Runden eigentlich ohne Probleme. Und deshalb, also, man hat zum Schluss eigentlich zwei Pads von uns gegen ein Pad vom Gegner, deshalb sollte es da keine großen Probleme geben. Aber zu Beginn arbeiten wir zuerst einmal mit der Abwehr, um den Mottenstab zu kontern. Hier ist es so beim Pad vom Gegner, dass es die Windpuffer-Attacke etwa bei 1100 Gesundheitspunkte einsetzt. Deshalb, ja, am besten wäre es so, dass man drei Zerquetschen-Attacken benötigt. Dann kann man noch einmal die Abwehr einsetzen gegen den Mottenstab und das hat immer die erste Priorität vom Gegner. Und dann setzt es Windpuffer ein, um das Nexus Welbling ja reinzuwechseln. Aber eben, wir arbeiten hier weiter. Was noch dazu gesagt werden muss, der Windpuffer wechselt natürlich das Pad mit der geringsten Punktzahl von der Gesundheit her ein. Und deshalb ja, am besten darauf achten, dass man dort halt einfach ein bisschen mehr Gesundheitspunkte mitnimmt beim dritten Pad, damit Nexus Welbling auch hineingewechselt wird. Aber eben, wir arbeiten hier weiter mit Zerquetschen. Der Gegner setzt ansonsten immer verwirrende Stiche ein. Und jetzt ist es so, dass ich eben bereits mit zwei Zerquetschen-Attacken den Gegner untergebracht habe, was nicht allzu ja, von Vorteil ist von der Taktik her, aber nicht allzu schlimm. Darum ja, ist es halt einfach so, dass ich jetzt hier ausgewechselt werde. Dann kann man sie eben nicht mehr so schön timen von der Abwehr her. Aber auch Mottenschau macht jetzt nicht allzu viel Schaden und auch verwirrende Stich ebenfalls nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass der Kampf gerade vorbei ist. Wir arbeiten weiter mit Arcana Sturm. Und es könnte eben hier sein, dass man betäubt wird, falls das der Fall wäre, einfach einmal passen und dann auch halt einfach die Mana-Woge durchlaufen lassen. So, ansonsten eben hier sollte eigentlich die erste oder zweite Attacke Mana-Woge den Gegner töten. Dann kommt hier das Küken ins Spiel, da hauen wir trotzdem weiter noch mit der Mana-Woge. Und danach hier den Arcanen Sturm, sollte dann den Rest erledigen oder eventuell, wenn ihr noch eine Attacke benötigt, haut dann einfach nochmal Schwanzfäge. Also eben schneller Wind macht jetzt auch nicht allzu viel mehr Schaden, auch wenn es hier durch Schleichen verstärkt wäre, falls eben das zweite Pad des Gegners noch nicht tot wäre. Jetzt ist es so, Graser hat auch ebenfalls so einen Gesundheitspunkt, wo es dann plötzlich Kraftzug einsetzt, es sollte etwa bei 1200 Punkte sein, also deshalb kann es ab und zu sein, dass es vielleicht ein wenig früher setzt. In den meisten Fällen ist es so, zuerst setzt es eine Attacke ein und dann die zweite Attacke ist meistens Kraftzug. Also im Normalfall sollte Trampeln zuerst eingesetzt werden und danach halt die Kraftzug-Attacke, aber es eben, es kann ab und zu sein, dass es zuerst noch einmal eine Trampel-Attacke einsetzt. Aber eben in diesem Fall ist jetzt gerade die zweite Attacke, die Kraftzug der Durchgang da. Aber eben, wir schicken jetzt den Panzer ins Spiel und hier, deshalb habe ich gesagt, etwa 1000 bis 1200. Da einfach, weil der Gegner sich sowieso erholen muss, hat man da ja schönes Spiel. Wir hauen hier eine Verunsicherungstaktik rein und dann die Ionenknone. Oder eben bei Corminius Heulen und Kraftzug, dann hat man den Gegner auch relativ gut weg. Aber ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!